Hallo Freunde, willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Wir sind mit unserer kleinen Schmugglerin immer noch in der Hüttenstadt unterwegs. Sorry, sorry, ich dachte eigentlich, ich schaffe das am Stück, aber das Gebiet war einfach zu groß für eine Episode. So war es halt eine mit Überlänge. Wir sind kurz davor, uns an Skavak zu rächen und unseren schönen Frachter zurückzubekommen. Der murustavanische Rubin. Er ist noch außergewöhnlicher, als ich gedacht hatte. Er wird das perfekte Herzstück für mein Geschenk an den Großmuff. Ich bin sicher, er verschafft euch eine nette, dicke Beförderung. Vielleicht lässt euch der Großmuff endlich heim nach Drum und Kars. Hütet eure Zunge, Skavak. Mein Agent steht am Raumhafen, bereit, das Objekt zu liefern. Habt ihr jemand, der es in Empfang nehmen kann? Da ist ein reizbarer kleiner Raumhändler namens Favizan auf meiner Startrampe. Er wird meine Bezahlung annehmen. Lieutenant, übertragt das Signal. Ich habe zwar keine Ahnung, was ihr mit dieser grotesken Trophäe anfangen wollt, Skavak, aber sie gehört euch. Wenn ihr wieder mal ein kostbares Relikt braucht, Commander, sagt einfach Bescheid. Tja, aber du kriegst keine Bestellung mehr, denn du bist raus aus dem Eure Geschäft. Eure Tage als Dieb sind vorbei, Skavak. Ist es zu viel verlangt, dass jemand den Eingang zu unserer Geheimbasis bewacht? Ja. Ich bewundere eure Beharrlichkeit, aber das ist lächerlich. Skavak, ist dieses Ding mit euch befreundet? Nein, aber ihr kennt das mit den Fremdlingen, ja, Commander. Sie tauchen immer da auf, wo sie nicht hingehören. Das ist rassistisch. Ihr seid ein Fleck auf dem Boden, wenn wir mit euch fertig sind, Skavak. Einer? Das gibt eine große Sauerei. Ich hab von deinem Job gehört. Lass dich von der Arbeitslosigkeit nicht verbittern, ja? Ihr wart das? Ihr habt meine Identitätsakte ruiniert und mir die halbe Galaxis auf den Hals gehetzt? Das war nicht sonderlich nett, Captain. Du hast meinen Vater geklaut und mich in dem Kriegsgebiet zurückgelassen. Das war auch nicht besonders nett, nicht wahr? Naja. Wo ist mein Schiff? Ich verstehe, dass ihr aufgebracht seid. Es ist ein wirklich nettes Schiff, aber ihr übertreibt es wirklich. Du hast keine Ahnung, Kleiner. Mich mit den Verbrechersyndikaten in Verbindung zu bringen, war nicht besonders nett. Wisst ihr, wie schwer es ist, Ärger mit ihnen zu bereinigen? Oh, wartet, stimmt. Ja, das wisst ihr. Ich habe gehört, Rogun der Schlechte hat das Kopfgeld für euch gerade erhöht. Glückwunsch. Genug. Der Captain ist euer Problem, Skavak. Kümmert euch selbst drum. Commander, würde es euch etwas ausmachen, den Captain für mich zu vaporisieren? Ich muss noch etwas erledigen. Hier geblieben, Skavak. Dieser Schuft, ständig Aber muss ich seinen Ärger Koso, ausbaden. Glotz nicht. Schnapp ihn dir. Ihr könntet mich einfach gehen lassen. Nein, tut mir leid. Ich fürchte, ihr kommt hier nicht davon. Wir besorgen euch ein nettes, anonymes Grab. Sigumaharasekwahabu, 1983? Was Wichtiges glaubt ihr, Jahr. Wer ihr seid, mir Befehle erteilen zu wollen? Ihr seid so gut wie tot, fremder Abschaum. Macht mal Mello. Neil erledigt nur seinen Job. Drei gegen drei. Wenn ich jetzt noch mein Ego und meine zweite Persönlichkeit mitnehme, sind wir in der Überzahl. Erspart mir falsches Heldentum. Männer, tötet diesen fremden Abschaum. Aha. Picken wir uns die mal nach und nach raus. So sieht es doch schon deutlich besser aus. Da kann man sich doch kaum noch beschweren. Siehst du das? Hin und wieder mal ein paar Leute kurzzeitig lähmen und die Sache passt schon. Was hat der sich eigentlich dabei gedacht, in der Schusslinie zu bleiben? Durchhalten, das kriegen wir schon geflickt. Ich bringe euch zu einem Koltotank. Jetzt kommt's. Kleiner Kerl. Er hat es nicht verdient, so zu sterben. Okay. Noch etwas auf der langen, langen Liste der Dinge, die Skavak richtig in den Sand gesetzt hat. Ich fasse es nicht, dass der einfach davon rennt.
Wisst ihr, wenn er wenigstens eine Blitzgranate hätte fallen lassen und uns gelähmt hätte. Oder in der Rauchwolke verschwunden wäre, so Batman-Style. Nö, er rennt einfach weg. Zu dir komme ich gleich. Füße stillhalten. Sodele, hält das noch lang genug? Ich glaube nicht. Doch, hält noch. Wunderbar. Und damit hätten wir 6 von 12 Imperialen erledigt. Mann, 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 Mann. Oh. Grüß euch, Freunde. Mit euch hatte ich hier eigentlich gar nicht gerechnet. Corso, du kümmerst dich um das Grünzeug. Macht mal wieder Gärtner hier. Ich kümmere mich um den Scout-Frieden. Fast. Wie gehen wir daher? Da befreien wir uns. Zehn von 12. Gut, dann fehlen uns ja nur noch die zwei. Das kriegen wir auch noch ruckzuck hin. Die gammeln hier schon überall rum. Erstmal Burba Seismic Messer. Wir machen das mit Coruscant fertig hier. Dann werden wir schon wissen, ob Coruscant explodiert oder nicht. Ja, Spoiler-Alarm. Das Ganze spielt ein paar tausend Jahre vor Episode 1 und da gibt es Coruscant noch. Also ihr könnt euch vorstellen, wie es ausgeht, aber nur mal so angemerkt. Nein, die belasten wir so, wie sie sind. Das passt, die sind gut so. Wenn er der Meinung ist, dass das unbedingt geändert werden soll, dann war sein Scanner schuld. Aber bestimmt nicht wir. Wir machen unseren Kram hier gewissenhaft. Er bestellt Daten, die liefern wir. So einfach ist das. Hier haben wir den letzten Knotenpunkt der Gree. Jetzt dürfen wir wieder mit Unica sprechen. Das ist dann im Senatsgebäude. Die Trümmer hatten wir gesagt, lassen wir in Frieden. Mit denen können wir eh nichts anfangen. Die großen könnte ich zwar scannen für Biogedöns. Da kriegen wir auch Handwerksmaterial. Aber das bringt uns im Moment nicht so wahnsinnig viel. Melden Sie Ihre Beschwerden. Das wird gerettet. Das ist alles Schnickschnack und gehört verkauft. So langsam macht sich das finanziell auch ganz gut. Dafür, dass ich dem Charakter nichts zuschicke. Das war das mit der Bonusquest für den Meister-Diener-Druiden. Da hätten wir eine schwere Rüstung für Corso. Die sieht auch gar nicht so schlecht aus. Oder eine Planetenauszeichnung. Ich glaube, Corso hat es verdient. So oft wie der einen auf die Nuss kriegt. Farben vereinheitlichen. Und fertig ist das. Na, nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt muss er nur noch sauber bleiben. Der hat ja ständig Flecken auf der Weste. Hüttenstadt Taxi. Die Taxi-Plattformen sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Okay, jetzt könnten wir zum Jedi-Tempel. Oder eine große Abgabetour machen. Oder zur Startrampe. Aber Startrampe ist dann das Ende von Coruscant. Das möchte ich eigentlich zum Schluss machen. Fest Burba ist am Ende des Justicar-Gebiets. Da kommen wir leicht hin. Das ist im Gedöns. Willkommen. Bitte wählen Sie Senatsgebäude. Ich würde sagen, wir schauen noch mal ganz kurz in den Jedi-Tempel. Dort gibt es nämlich noch einen Datacron.
den ich eigentlich noch ganz gern holen möchte. Dann haben wir alle 5 von Coruscant. Müssten alle 5 sein. Einer pro Gebiet. Wir hatten im Revier der Schwarzen Sonne einen galaktischen Markt, Justica-Gebiet in der Hüttenstadt und jetzt im Tempel. Macht alle 5. Das ist einer der leichteren Datacrons. Der ist ungefähr auf dem Niveau wie die Startplaneten. Das Wegkommen ist schwieriger als das Hinkommen. Wenn man es nämlich eilig hat und man springt, ist man tot. Es sei denn, man trifft eine klitzekleine Säule irgendwo, dann kann man es überleben. Aber dann sind unten aggressive Gruppen und so weiter. Wie gesagt, Wegkommen ist schwieriger als Hinkommen, wenn man es eilig hat. Und ihr werdet es gleich sehen. Im Jedi-Tempel sind natürlich für die 2 Jedi-Klassen die Klassenquests im Abschluss dann. Wir haben da eigentlich nicht sehr viel zu suchen. Na los, Captain! Hindert mich natürlich nicht, mich hier trotzdem mal umzuschauen. Was haben wir da eigentlich? Koltopak. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Druidenhecken, das brauchen wir nicht selten. Das legen wir mal hier runter. Machen wir das mal so. Und das wäre auch erledigt. Schick. 6 von 10. Ja, das sollten wir doch noch hinkriegen, 4 Stück zu erledigen. Da hätten wir es doch. Erledigt. Dann haben wir hier eine kleine Quest. Ach, was soll's. Dann machen wir das eben getarnt. Und du hältst noch kurz die Füße still. Problem gelöst. Die benutzen inzwischen auch Blendgranaten. Corso konnte gerade nicht mehr mitkämpfen am Ende. Fies. Danke, Fremde. Ich hätte nicht gedacht, dass noch jemand töricht genug ist, sich hier rumzutreiben. Dumme Idee, einem verfluchten Senator zu trauen. Der Jedi-Tempel ist verlassen, hat er gesagt. Niemand da, gegen den man kämpfen muss. Nur der Weg dorthin ist problematisch. Und was finden wir? Kampfdruiden, imperiale Kommandos, Sith. Wir haben Glück, dass sie uns nur unsere Beute abgenommen und uns hier zum Sterben zurückgelassen haben. Sith sind auch hier unten. Ich glaube, ich habe den Herd angelassen. Ich muss mal kurz weg. Man muss Risiken eingehen, wenn man entlohnt werden will. Rechnen kann ich selber. Wenn ich sterbe, kriege ich gar nichts. Senator Starsno sucht nach einem Tagebuch, das seinem toten Sohn gehört hat. Irgendein großes Tier bei den Jedi, das während der Plünderung gefallen ist. Das Tagebuch ist alles, was von ihm übrig ist. Ich fühle mit dem Senator. Und mit seinen Credits. Aber diese Kommandos haben jetzt das Tagebuch. Sie werden uns nicht zweimal verschonen. Na gut, dann sind das meine Credits. Dann stört es euch ja auch sicher nicht, wenn ich die Belohnung beanspruche. Nur zu. Ich würde darauf wetten, dass ihr nicht lange genug lebt, um sie auszugeben. Senator Starsno wartet in der Nähe des Senatsgebäudes. Wenn ihr das Tagebuch zurückholen könnt, wird er euch empfangen. Danke für die Rettung. Los, Jungs, dieser Auftrag war ein echter Reinfall. Moment, lauft nicht weg. Stopp, die Wette halte ich. Wie wäre es 2 zu 1? Ich hätte, ja, ungefähr 20.000 würde ich einsetzen. Hallo? Hallo? Das wäre ein Geschäft geworden. Schade das, aber gut. Dann machen wir uns mal auf den Weg in den Tempel, wenn es ein paar Credits gibt. Was für ein Jammer, diesen Ort in Trümmern zu sehen. Jede hier wohl gestorben sein mögen? So, hier gibt es eine Gruppenphase. Dort gibt es eine Gruppenphase. Nein, keine Gruppenphase. Alles klar. Das heißt, das hier ist die Helden 4. Diese Gruppenquest. Hier drüben. Und, Blödsinn. Hier drüben. Das hier ist die Kammer. Dort kann man die Matrix-Splitter zusammensetzen zu den Relikten.
Schmiede oder wie das Ding heißt. Wir brauchen das Tagebuch. Das finden wir bei solchen Knilchen. Sei brav. Na, verdammt, kein Tagebuch. Das wäre schön gewesen, wenn es gleich der erste dabei gehabt hätte. Aber es kann ja nicht immer alles goldig laufen. Finden wir aber. Bin ich mir sicher. So viele laufen hier ja nicht rum, oder? Und das war ein Fehler. Solche Kämpfe sollte man erst starten, wenn die Blitzgranate wieder bereit ist. Da spart man sich eine ganze Menge Ärger und Schaden. So, wir sind auf dem Weg zu diesem Datacron da hinten. Und der geht hier einmal außen rum. Man muss natürlich erstmal in den ersten Stock kommen. Und wenn es geht, nicht irgendwo in den Tod stürzen. Wäre super, wenn das hinhaut. Mit dem Nicht-Sterben. Ja, wie ihr sehen könnt, der Angriff auf Coruscant war ziemlich verheerend. Deshalb sind die Jedis auch nicht mehr hier. Tempel zerstört. Und irgendwie hat die Bevölkerung den Jedis die Schuld gegeben an der Zerstörung von Coruscant. Sie hätten sich von ihren Verteidigern einfach mehr erhofft. Und dann haben sich die Jedis gedacht, wisst ihr was? Wir machen uns mal davon. Level 17 und Champion. Das Ding hat fast 17.000 Life. Mit dem sollten wir uns vielleicht nicht unbedingt anlegen. Den sollten wir vielleicht besser weiträumig umgehen. Wenn der uns angreift, dann gut Nacht, Marie. Den werden wir nämlich nicht schaffen. Nicht alleine. In einer Gruppe, okay, machbar. Alleine eben nicht. Gut, gut. Hier haben wir Stärke-Attribut. Bringt unserem Charakter natürlich überhaupt nichts. Die Jedi-Ritter freuen sich drüber. Aber einfach damit wir alle haben. Gibt nämlich auch hin und wieder Codex-Einträge, wenn man Dinge komplett hat. So, wie gesagt, hier runterfallen ist tödlich. Man kann einige Sprünge machen, damit das klappt. Ich möchte jetzt nicht unbedingt... Ja, was heißt nicht unbedingt? Hier komme ich nicht mehr zurück. Mir bleibt nichts anderes übrig, außer es zu versuchen. So, ich kenne das eigentlich, dass das reicht. Wollen wir hoffen, dass das immer noch so ist. Ja, ist immer noch so. Wenn man aber abspringt, dann reicht es leider nicht mehr. Fallen lassen, nicht springen. Das hatte ich gemeint mit... Wegkommen ist schwieriger als hinkommen. Okay. Geschafft ist geschafft. Heulen wir der Sache nicht noch hinterher. Wir haben hier drüben noch so einen lustigen Kommando. So, jetzt sei brav und fall um. Laut Drehbuch musst du jetzt fallen. Na also. Wieder nicht. Oh, Corso hat es nicht so gut verkraftet, wie es aussieht. Interessant. Gönnen wir uns etwas Spaß, Captain? Na klar. Scan du mal ein paar Blumen. Das kriegst du wahrscheinlich hin, ohne zu sterben. Okay, das war jetzt ein fieser Kommentar. Yay! Da haben wir das Tagebuch. Super. So, sprech mit dem Ingenieur, dem Bekloppten, Senator Stasno, Fes Burba, Inika und Gedöns. Das heißt, wir sind hier praktisch fertig.
Wir reisen nicht zum Jedi-Tempel, nicht ins Justicar-Gebiet, sondern zur Hüttenstadt. Hat einfach den Grund, dass wir dort mit Osurist sprechen können für die Störfall-Quest. Schnellreise sei Dank, ist das doch alles gar kein Problem. So, Osurist, wir haben Thermoschub gerettet. Ich habe eure Rückkehr erwartet. Ich bangte um das Schicksal meines Herrn. Ich hörte, wie seine Schreie verstummten. Sagt mir, dass ihr ihn gerettet habt. Sagt mir, dass Thermoschub weiterleben wird. Kopfding hat Dachschaden. Ja, also, das musste wirklich ganz stark sein. Das ist furchtbar, ich weiß. Lass es mich vorsichtig formulieren. Ich habe die Ventile geschlossen, aber es ist eine Maschine. Sie lebt nicht. Thermoschub ist lebendiger als wir zwei. Und dank euch wird er nun weiterleben. Die Maschinen haben mir viele verblüffende Geschenke gegeben. Nehmt das hier. Möge es euch dienen, wie ihr Thermoschub gedient habt. Ja. Steht da tatsächlich, das nehmen wir. Darauf solltet ihr besser hoffen. Aha. Ich muss jetzt zu meinen Pflichten zurückkehren. Die großen Maschinen brauchen mich und ich diene mit Stolz. Gelobt seid ihr und gelobt seien die großen Maschinen. Schon irgendwie fast ein bisschen sarkastisch, wenn so ein Servicetechniker Schrauben locker hat. Na gut, muss jeder für sich selbst entscheiden. Wir gehen ins Justicar-Gebiet. Dort haben wir einen verrückten Wissenschaftler. Der bekommt sein Seismikmesser zurück. Willkommen zurück, illustre Kollegin. Sagt mir, dass ihr die seismischen Messungen habt. Dass ihr die seismischen Messungen habt. Bist du jetzt glücklich? Es gab ein bisschen Wirbel, aber jetzt ist alles in Ordnung. Fantastisch! Ich sage euch, zusammen werden wir Geschichte schreiben. Das glaube ich nicht. Schnell, bitte lasst mich den Berber Seismikmesser untersuchen. Da? Viel Spaß. Was? Das kann nicht sein. Laut diesen Messungen gibt es keine ungewöhnliche seismische Aktivität. Ja, wirklich schlimm, oder? Also, der Planet wird nicht sterben. Das bedeutet, dass der Planet nicht vernichtet wird, richtig? Ja. Ich meine, natürlich. Ich bin nur überrascht. Es ist nicht üblich, dass eine meiner Theorien falsch ist. Das könnte sich sehr schlecht auf meinen Ruf auswirken. Ich schlage vor, ihr nehmt eure Belohnung und schweigt. Gemessen am Ergebnis ist die Belohnung wohl großzügig. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss über einiges nachdenken. Sich hin und wieder mal zu irren und was daraus zu lernen, ist eine sehr, sehr gute Sache. Wirklich heilsam. Gut, Ausdauer und List. Ausdauer, List. Wir nehmen das mit mehr List. Eine Armierung ist 7 Planetenauszeichnungen wert. Deshalb Stufe 15 Armierung, ja bitte. Corso darf nochmal Blumen pflücken. Dann geht es nochmal ein kleines Stück durch das Justicar-Gebiet. Wir sind ja fast da. Und mit unserem, wie heißt das drum, Varaktyl ist das ja auch keine Strecke. Das haben wir ruckzuck erledigt. Dann nochmal einen kleinen Abstecher ins Senatsgebäude. Wow. Und dann geht es zum Raumhafen. Dann kriegen wir endlich unseren Frachter zurück. Und hoffentlich endlich den Showdown gegen Skavak. Wäre doch wirklich ärgerlich, wenn der in der Zwischenzeit entkommen wäre und wir ihn weiterverfolgen müssten. Und nee, dann lieber jetzt Skavak und Showdown. Und dann haben wir es erledigt und geschafft. Trotz allem, zuallererst ein Senator, der das Tagebuch seines Jedi-Sohns will. Und Inika. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Ja, finde ich super. Wie sehen wir das Gebiet der schwarzen Sonne? Ja, genau. Muss ich hinfliegen? Anders kriege ich das hier wohl nicht angezeigt. Ja gut, nicht solange ich im Taxi sitze. Denn Niskif müssen wir auch noch aufsuchen.
Na, das wird lustig. Wir haben ja noch einige Gruppenquests zu erledigen, sobald wir unseren Frachter haben. Das heißt, da werden wir sowieso nochmal alle Gebiete ablaufen. Ein Stück weit jedenfalls. Dann werden wir früher oder später auch auf Niskif treffen. Inika, ich komme! Da gibt es einen Titel, Schwarze Winkelhalbierende. Und darauf freue ich mich auch schon ein bisschen. Wobei ich ja Titel und so Blödsinn eigentlich nicht einblende. Ich bin ganz ehrlich, ich bin kein großer Titeljäger. Diese Titel, die ich habe, die kriegt jeder Spieler im Laufe des Spiels. Das ist kein großes Problem. Und ja, da muss ich die auch nicht einblenden, finde ich. Wenn man eine ganz besondere Errungenschaft hat, etwas, das ganz einfach niemand sonst hat oder das einfach unglaublich schwer zu kriegen ist, Dinge, auf die man wirklich stolz sein kann, das blende ich ein. Aber so die Standarddinge fühlt sich einfach nicht richtig an, finde ich. Dann halten wir es lieber schlicht. Deshalb auch kein Vermächtnisname. Das hat einfach was damit zu tun. Jeder hat einen Vermächtnisnamen, jedenfalls ab einem gewissen Punkt. Und ja, das würde alle meine Charaktere identifizieren. Die Energieverdunklung ist vorbei. Die Leitungen funktionieren wieder. Ich habe es auf unseren Bildschirmen beobachtet. Sie haben auch viele böse Droiden zerstört. Gut gemacht. Abgeschaltet, ja? Zerstört klingt so brutal. Wir haben sie endgültig abgeschaltet. So, ich glaube aber, das wäre dann alles erledigt, oder? Ist Coruscants Stromzufuhr damit gesichert? Keine Ausfälle mehr? Fürs Erste, ja. In einem Jahrtausend werden wir sie wieder um Hilfe bitten, wenn sich unsere Interessen schneiden. Denken Sie daran, dass die Technologie der Gree ausschließlich für die Enklave gedacht ist. Versuchen Sie nicht, sie zu kopieren, oder Sie werden dem grauen Pentatop zugeführt. Alles klar. Graues Pentatop wollen wir natürlich vermeiden und bis in 1000 Jahren dann, wenn sich unsere Interessen wieder schneiden. Wenn das hinhaut, bin ich glücklich. 1000 Jahre. Die schwarze Winkelhalbierende ist erfolgreich zurückgekehrt und wir bilden die rote Parallele, Senatorin. Der Handel zwischen der Enklave und der Republik ist erfolgreich. Ihr wart also erfolgreich und konntet allen Repräsentanten der Gree bei den Reparaturen der Infrastruktur helfen? So sieht's aus. Herrlich, oder? Es gab ein bisschen Wirbel, aber jetzt ist alles in Ordnung. Die Enklave hat ihren Teil der Abmachung gehalten, Senatorin. Coruscant hat die violette Gleichseitigkeit erreicht und die Enklave erbittet eine Gegenleistung der Republik. Botschafter-Druide Pataka, in der Republik gibt es noch weitere Welten, die von der Genialität der Gree profitieren würden. Ich schlage ein offizielles Abkommen zwischen der Republik und der Gree-Enklave vor. Was haltet ihr davon? Streben Sie nach einer blauen Parallelen mit der Enklave? Diese Aussicht ist unerwartet, erfreulich und einladend. Wir sollten sofort einen weißen Scheitel einberufen. Weißer Scheitel ist im Prinzip ein Gipfeltreffen. Ja, meinetwegen, aber da werde ich dann wohl nicht mehr gebraucht, nicht wahr? Dann werde ich mich wohl diskret zurückziehen. Das wäre vermutlich das Beste. Och, das ist gemein. Ihr hättet sicher nicht viel zu politischen Gesprächen beizutragen. Ich danke euch für eure Mühen. Wenn ihr nicht gewesen wärt, hätte ich es mit diesen Droiden aufgegeben. Das wäre ein teurer Fehler gewesen. Meine Hochachtung, schwarze Winkelhalbierende. Sie waren eine große Bereicherung für diese Zusammenarbeit. Und sie werden angemessen belohnt werden. Ja, mindestens ein Konvoi voller Credits. Das ist auch nicht schlecht. Kriegen wir beides? Mal wieder ein Erfahrungsschub. Wir bekommen den Titel Schwarze Winkelhalbierende. Und eine Jacke. Aber mal ganz ehrlich, so groß ist der Unterschied zu unserer Jacke jetzt auch nicht unbedingt. Stufe 17. Ach du Schande. Da sind wir mal wieder richtig weit voraus. Heilende Hand. Bla 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 bla. Warum nicht? Gut. Dann geht's. Wow, halbe Stunde. Nicht schlecht. Dann würde ich sagen, geht das morgen weiter. Bis dahin, macht's gut. Haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.